Der Pazifik. Er bedeckt ein Drittel unseres Planeten, mehr als alle Kontinente zusammen. Seit 200 Millionen Jahren ist er Hort des Lebens und Erschaffer neuer Arten. Seine Launen wirken sich auf das Wetter aus und auf jedes Lebewesen der Welt. Der wilde Pazifik. Entlang der Küste Kaliforniens sind Grauwale unterwegs. Die gigantischen Meeressäuger sind auf dem Weg nach Süden. Vor 2 Monaten haben sie ihre Futtergebiete in der Arktis verlassen. Den Weg in ihr Winterquartier legen sie nahezu ohne Pause zurück. Und das, obwohl sie den Langstreckenrekord aller Säugetiere halten. Hin und zurück sind sie jedes Jahr bis zu 20.000 Kilometer unterwegs. Und das ist das Ziel der Reise. 3 riesige Lagunen an der Westküste des mexikanischen Bundesstaates Baja California. Die ersten Tiere treffen im Januar hier ein. Die trächtigen Kühe, die sich im vergangenen Jahr hier gepaart haben, werden hier ihre Jungen zur Welt bringen. Alle anderen ausgewachsenen Paare machen sich hier auf Partnersuche. Die San Ignacio Lagune ist mehr als 25 Kilometer lang und fast 6,5 Kilometer breit. Die letzte noch unberührte Walkinderstube der Welt ist über einen schmalen, sandigen Kanal mit dem Pazifik verbunden und stellt ein eigenes Ökosystem dar. Meeresströmungen beliefern die Lagune mit Nahrung und sorgen je nach Jahreszeit für Besuche aus der Tiefsee. Tintenfischschwärme auf Wanderung sind ein gefundenes Fressen für halbwüchsige weiße Haie. Auch 4 der weltweit 7 Meeresschildkrötenarten sind hier auf Nahrungssuche. Im Spätherbst brüten in den unberührten Mangroven allerlei Vogelarten. Der Gezeitenzyklus ist von entscheidender Bedeutung für das Ökosystem. Selbst für die winzigen Wirbellosen. Die Ebene reinigt die Lagune. Das ablaufende Wasser schwemmt abgestorbenes organisches Material ins Meer. Und dort entsteht wieder neues Leben. Die Flut hingegen spült Nährstoffe und sauerstoffreiches Wasser in die Lagune. In den immergrünen Mangroven tut sich rund um die Uhr etwas. Das schier endlose Labyrinth der im Sand verankerten Wurzeln sichert die Salzmarsch gegen Hurrikans und Sturmfluten. Hier finden hunderte Arten Unterschlupf. Im Schatten gedeihen Krabben, Fischlarven und Schlüpflinge. Mindestens 70% aller tropischen Fische sind zumindest zeitweise auf solche Mangroven angewiesen. Die Lagune bietet aber auch fliegenden Besuchern einen Lebensraum. Zum Beispiel Fischadlern.
Die mächtigen Greifvögel nisten nahezu überall, solange der Ort Sicherheit für ihre Jungen verspricht. Und wenn es das Dach eines alten Plumpsklos ist. Die Eltern gehen abwechselnd auf Jagd. Der andere bleibt beim Nest, um den Nachwuchs vor räuberischen Krähen zu schützen. Mit einem Monat können die Jungen noch lange nicht fliegen, dafür aber bereits das Nest sauber halten. Fischadler können bis zu 20 Jahre alt werden. Auf der Suche nach guten Jagdrevieren legen sie im Laufe ihres Lebens rund 240.000 Kilometer zurück. Man weiß nicht, wie oder wann Wale dieses Gebiet für sich entdeckt haben. Jedenfalls bietet es alles, was sich ein Muttertier für den Nachwuchs nur wünschen kann. Der Grauwal geht als einziger Wal am Meeresgrund auf Nahrungssuche. Der schlammige Boden hat eine Menge zu bieten. Das besonders salzhaltige Wasser gibt den Neugeborenen Auftrieb. Im offenen Meer würden Schwertwale den jungen Grauwalen nachstellen. In einer flachen Lagune mit 1000 ausgewachsenen Riesen trauen sie sich das nicht. Die Mutterkühe schwimmen mit ihren Kälbern die Lagune unentwegt auf und ab, um die Jungtiere für die Sommerwanderung ins Polarmeer zu trainieren. In den 1850er Jahren entdeckten Walfänger die Bayer-Lagunen für sich. Doch wer versuchte, ein Kalb zu harponieren, musste erkennen, was ein 15 Meter langes und 40 Tonnen schweres Muttertier ausrichten kann. Es heißt, dass damals jeder vierte Walfänger, der sein Glück in diesem Gewässer versucht hat, verstümmelt oder gar getötet wurde. Die Überlebenden nannten die erbittert kämpfenden Mutterkühe darum auch Teufelsfische. Doch trotz der Gefahren, Grauwale wurden hier fast ein Jahrhundert lang bejagt. Inzwischen stehen die Meeressäuger unter Schutz. Heute machen sie uns ausfindig. Heute staunen wir über eines der großartigsten und rätselhaftesten Naturschauspiele der Welt. Begonnen hat es in den 1970er Jahren und ist nur hier zu sehen, in den Wallagunen von Baja California. Mutterkühe nähern sich mit ihren Kälbern Fischerbooten. Einige heben ihre Neugeborenen sogar hoch und blicken der Spezies, die sie an den Rand des Aussterbens gebracht hat, direkt ins Gesicht. Einige dieser Begegnungen dauern nur einen Moment, andere eine Stunde. Sobald die Wale die schützende Lagune verlassen, zeigen sie dieses Verhalten nicht mehr. Die atlantischen Grauwale sind bereits im 17. Jahrhundert ausgestorben. In den 1940er Jahren gab es nur noch ein paar hundert pazifische Grauwale. Die heutige Population umfasst etwa 20.000 Tiere. Im Mai verlassen die Wale die Lagune wieder und schwimmen zurück in die nordpolaren Gewässer. Wenn dieses Kalb die anstrengende Reise durch den Pazifik überlebt, wird es in etwa 8 Jahren hier den eigenen Nachwuchs zur Welt bringen. Yeah.
Die Wanderungen einiger anderer Tiere sind weitaus weniger erkundet. So ist nur kaum etwas über die seltene schwarze Kompassqualle bekannt. Sie wurde erstmals 1997 von der Wissenschaft beschrieben und benannt. Kompassquallen können nicht gegen die Strömung schwimmen, sondern werden zwischen Südkalifornien und Baja verdriftet. Sie ernähren sich von Phytoplankton und kleineren Quallen. Die Glocke einer ausgewachsenen schwarzen Kompassqualle kann einen Durchmesser von 90 cm erreichen. Die nesselnden Tentakeln werden bis zu 8 Meter lang. Etwa alle 10 Jahre erscheinen die räuberischen Quallen zu Hunderten, um dann wieder in der Tiefe zu verschwinden. Der Pazifische Ozean ist ein Tummelplatz für Räuber, die gerne aus dem Hinterhalt angreifen. Im Oktober versammeln sich alljährlich weiße Haie bei Guadeloupe, einer Insel vor der Küste Mexikos. Als erste treffen die Männchen ein. Mit einer Größe von bis zu 5 Metern und einem Gewicht von etwa einer Tonne sind das wahrlich furchterregende Gestalten. Die Weibchen allerdings sind noch größer. Die gewaltigen Damen kommen einen Monat später. Sie werden bis zu 7 Meter lang und bis zu 3 Tonnen schwer. Warum sie hierher kommen, ist unbekannt. Dass beide Geschlechter vertreten sind, lässt eine mögliche Partnersuche vermuten. Andererseits sind aber auch trächtige Weibchen mit von der Partie. Vielleicht haben sie es auf Seeelefanten abgesehen, die auf ihrer Wanderung hier vorbeikommen. Der Mensch verfügt über 5 Sinne. Dieser Superräuber verfügt nach 450 Millionen Jahren Evolution sogar über 7 Sinne. Doch auch die schützen nicht vor Netzen, Haken oder Langleinen. Bislang ging man davon aus, dass die Weibchen mit 15 Jahren geschlechtsreif werden. Doch das stimmt nicht. Die Weibchen können erst mit etwa 30 Jahren Nachwuchs bekommen. Die törichte Vorstellung vom Hai, der es auf Menschen abgesehen hat, verblasst allmählich. Zeitgleich verschwinden immer mehr Haiarten aus den Weltmeeren. Jedes Jahr werden 100 Millionen Haie getötet. Zum Vergnügen oder aus pseudomedizinischem Aberglauben oder sogar für Kosmetik. Nach dem Treffen vor Guadeloupe macht sich dieser Hai in Richtung Osten auf. Er will Seelöwen jagen und er weiß genau, wo er welche finden wird. Hohe Felsen vulkanischen Ursprungs markieren das Tor zum Golf von Kalifornien, einem etwa 1100 Kilometer langen Nebenmeer des Pazifiks zwischen dem mexikanischen Festland und der Baja California. Vor rund 7 Millionen Jahren ist die felsige Landzunge vom amerikanischen Kontinent abgebrochen und nach Westen gedriftet. Meerwasser strömte in die Lücke. Der Golf von Kalifornien ist das artenreichste Meer der Welt. Mehr als 5000 Fisch- und wirbellose Arten sind hier zu Hause. Die stetigen Gezeitenwechsel, die Südwinde und das von der aufgehenden Sonne erwärmte Wasser sorgen für starke, tiefreichende Strömungen. Das einzigartige Ökosystem wird ununterbrochen mit neuer Energie versorgt. Die Strömung transportiert Nährstoffe aus den kalten Tiefen und beliefert damit Korallen und Plankton.
Das beste Fischfutter, das es gibt. Vielleicht ist das auch der Grund für die Versammlung von aberhunderten Mobularrochen. Diese alten Verwandten des Hais haben eine Flügelspannweite von 1 Meter und eine Länge von bis zu 5 Metern, wenn man den Schwanz mitrechnet. Im Gegensatz zum weißen Hai, dessen Wanderungen schon seit Jahrzehnten mit Satelliten verfolgt werden, ist über die Wanderung oder das Paarungsverhalten der Mobularrochen sehr wenig bekannt. Was man weiß: Pro Trächtigkeit bringen die Weibchen jeweils nur ein Junges zur Welt. Plankton en masse abzuschöpfen ist eine effektive Strategie der Nahrungsaufnahme, aber auch hochriskant. Ein einziges kommerzielles Fischerboot genügt, um so einen Schwarm innerhalb weniger Stunden fast komplett auszurotten. Der asiatische Markt verlangt seit einigen Jahren vermehrt getrocknete Rochenkiemen und Flossen als Medizin. Der Mobularrochen gilt auf der Liste bedrohter Arten als potenziell gefährdet. Planktonfresser gibt es in allen Formen und Größen. Für den Fortbestand des Ökosystems Welt sind solche Schwarmfische mit die wichtigsten Komponenten. Sie gehören zu den nährstoffreichsten Fischen überhaupt. Sardine, Sardelle und Hering. Super Nahrung aus dem Meer. Sie bilden die Grundnahrungsquelle für unzählige Mäuler innerhalb und außerhalb des Meeres. Riesige Schwärme gleiten durch den östlichen Pazifik und den Golf von Kalifornien. Das ganze Leben dreht sich um Wandern, Fressen und Laichen. Die Sardine hat nur eine einzige Aufgabe. Sie muss sich fortpflanzen, bevor sie gefressen wird. Als die USA 1917 in den Krieg zogen, mussten die Sardinen mit. Millionen Soldaten profitierten davon, dass sich Fisch so gut konservieren und transportieren lässt. Der Nachschub an Sardinen und die Verwendungsmöglichkeiten schienen endlos. Die Fische dienten als Tierfutter, als Zutat für Farbe, Sprengstoff oder Seife. Doch die Jahrzehnte ohne Fischereiordnung oder Selbstregulierung forderten ihren Tribut. Zum Ende des Zweiten Weltkrieges gab es keine Sardinen mehr. Die Sardinenfischerei im östlichen Pazifik brach zusammen. Sie hat sich nie wieder wirklich erholt. Eine einzige Sardine ist schutzlos. Gemeinsam allerdings ist man stärker. In einem glitzernden silbernen Band zu verschwinden, verringert das Risiko, herausgepickt und gefressen zu werden, deutlich. Doch nicht jeder lässt sich von diesem Anblick blenden. Es gibt immer einen Jäger oder zwei, die wissen, wie man die Abwehr austrickst. Gestreifte Marline stöbern in der Tiefe einen Sardinenschwarm auf und treiben ihn nach oben. Das bekommen die Seelöwen mit und stürzen sich ins Getümmel. Plötzlich sind die Sardinen umzingelt von den schnellsten Flossenfüßlern und den zweitschnellsten Schwertfischen der Welt. Offenbar gibt es keinen Ausweg. Die rund 3 Meter langen und 180 Kilo schweren gestreiften Marline schlagen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 80 km/h zu. Die letzte Hoffnung der Sardinen besteht nun darin, sich zu einem sogenannten Baitball zu verdichten, um die Angreifer müde zu machen und dann zwischen den Felsen zu verschwinden. Die verschiedenen Räuber achten genau aufeinander. Wer will schon von der Konkurrenz aufgespießt oder gerammt werden? Fischblut im Wasser ist wie Sirenengesang. Es lockt selbst kilometerweit entfernte Räuber an.
Seelöwen gehören zur Lieblingsspeise weißer Haie und das wissen sie auch. Dieser weiße Riese scheint nur auf der Durchreise zu sein. Trotzdem behält ihn eine tapfere Seele im Auge, während sich seine Artgenossen schnell in Sicherheit bringen. Auf der Suche nach Nahrung entfernen sich diese Jäger fast 500 Kilometer von der Küste. Wirklich zu Hause fühlen sie sich aber in seichtem, felsigen Gewässer. Nur wenige Geschöpfe meistern krachende Wellen und reißende Strömungen so wie der kalifornische Seelöwe. Diese Tiere sind die wahren Könige der Küste. Auf der Jagd oder Flucht vor Fressfeinden werden sie bis zu 40 km/h schnell. Im Gegensatz zu ihren Verwandten, den Seehunden, haben diese Säugetiere noch sichtbare Ohren. Mit den längeren Vorderflossen fällt ihnen die Fortbewegung an Land leicht. Seelöwen sind sehr gesellige Tiere. Eine Kolonie kann gut 1500 Exemplare umfassen. Allerdings besteht keinerlei Zweifel, wer hier das Sagen hat. Mit seinen 2 Metern Länge und mehr als 360 Kilo Gewicht ist dieser Bulle Herrscher über ein Harem aus mindestens 20 Weibchen. Unter Flossenfüßlern gibt es keine faulen Könige. Ebenso wenig gibt es unter ihnen eine festgelegte Erbfolge. Wenn die Paarungszeit gekommen ist, gilt nur eines. Ein Thronanwärter muss so groß und so dick wie möglich sein. Sobald er den aktuellen Herrscher vom Hof gejagt hat, geht der Stress für den Bullen aber erst richtig los. Er fastet und lebt nur von seinen Speckreserven, denn er muss sein felsiges Reich gegen Rivalen verteidigen und gleichzeitig möglichst viele Damen für sich gewinnen. Die endlosen Patrouillen, auf denen er Räuber und Aufwiegler in Schach halten muss, fordern schnell ihren Tribut. Die meisten Bullen können sich nur ein paar Wochen an der Spitze halten, ehe ein Rivale sie vom Hof jagt. Die Weibchen können bis zu 1,80 Meter groß und 100 Kilo schwer werden. Und wie die meisten Mütter kommen sie nie zur Ruhe. Erfahrene Muttertiere drehen sich auf den Rücken, um mal durchatmen zu können. Allerdings lassen sie dabei den Nachwuchs nie aus den Augen. Die Kleinen sind wie junge Hunde, voller Energie und mit nichts als Unfug im Sinn. Alles, was interessant sein könnte, wird eingehend untersucht, zerkaut oder zum Spielzeug. Einen Mönchsfisch zu ärgern, ist einfach ein Heidenspaß. Aber auch einer Seelöwenmutter platzt irgendwann der Kragen. Sie lässt den Nachwuchs unmissverständlich wissen, wann es reicht. Bei aller akrobatischen Anmut. Der kalifornische Seelöwe ist ein Meistertaucher und auch für größere Tiefen wie geschaffen. Ab einer Tiefe von gut 200 Metern kollabiert die Lunge. Gleichzeitig sinkt der Puls von 90 auf 20 Schläge pro Minute. Gewebe, das nicht viel Sauerstoff benötigt, wird weniger durchblutet, damit bestimmte Muskeln versorgt werden können. Darum können Seelöwen die Luft 15 Minuten lang anhalten,
und gefahrlos in Tiefen um die 270 Meter nach Tintenfisch jagen. Drei Dutzend Inseln sind über den Golf von Kalifornien verstreut. Die meisten sind vulkanischen Ursprungs, manche sind bloß winzig karge Felsbrocken. Andere sind groß genug, um ein eigenes Ökosystem zu beherbergen und Heimat der größten Kakteen der Welt. Die mächtige Pachycereus pringlei, im Volksmund Cardon genannt. Diese langsam wachsenden Sukkulenten können mehrere hundert Jahre alt werden. So ein Riese kann 18 Meter hoch werden, bei einem Durchmesser von bis zu einem Meter und einem Gewicht von mehr als 20 Tonnen. Die stachligen Giganten halten den schlimmsten Wirbelstürmen stand, die der Pazifik zu bieten hat. Monatelang überleben sie in der Bruthitze ohne einen Tropfen Regen. Doch wenn es um die Fortpflanzung geht, hat dieser Kaktus ein Problem. Die Bestäubung. Bei den Knötchen in der Nähe der Spitze handelt es sich um Blüten. Doch die sind fest geschlossen. Sie in der Gluthitze zu öffnen, wäre kontraproduktiv. Sie würden verdorren und der Cardon würde kostbares Wasser verlieren. Allerdings hat Mutter Natur eine Lösung parat. Eine geheime Armee von Bestäubern, irgendwo da unten. Ohne sie wären die Tage der gewaltigen Kakteen schon längst gezählt. Wenn es Nacht wird, öffnen sich die Blüten und verströmen einen stechenden Duft. Dann verlassen hungrige Blütenfledermäuse ihre Höhlen und Felsspalten und folgen diesem Duft. Andere Fledermausarten haben lange Zungen, um an Blütennektar zu gelangen. Die der Blütenfledermaus ist sogar besonders lang und mit bürstenähnlichen Papillen besetzt. Während sie sich buchstäblich in die Blüte hineingräbt, um an die süße Flüssigkeit zu kommen, haften ihr überall Pollen an. Wie pelzige Hummeln flitzen die Blütenfledermäuse von Blüte zu Blüte und bestäuben so die Kakteen. Die Fledermäuse tanken Energie und der Cardon darf sich fortpflanzen. Blütenfledermäuse sind kleiner als Hausmäuse, haben aber die Flügelspannweite einer Krähe. Sie sind exzellente Kletterer, Kriecher und Jäger. Wie andere Fledermäuse auch, nutzen sie Echoortung, um von ihren Schlafplätzen in ihre Jagdreviere zu fliegen. Dort angekommen, werden sie mucksmäuschenstill. Ihre riesigen Ohren können selbst die leisesten Geräusche orten. Früher oder später kommt die Beute aus der Deckung. Im Kampf gegen eine Fledermaus zieht ein Skorpion grundsätzlich den Kürzeren. Die Stiche einiger Skorpionarten wären für so ein kleines Säugetier eigentlich tödlich. Doch diese Lauerjäger sind offenbar immun gegen das Gift. Eine Blütenfledermaus verdrückt innerhalb einer einzigen Nacht bis zur Hälfte ihres eigenen Körpergewichts. Ein neuer Tag bricht an. Die Frühschicht übernehmen nun völlig andere Räuber.
Die gemeinen Delfine. Im flacheren Küstengewässer lassen sich Fische leichter in den Hinterhalt treiben. Delfine leben in kleineren Gruppen, finden sich aber bisweilen auch zu größeren Jagdgemeinschaften zusammen. Delfine gehören zu den erstaunlichsten Meisterwerken der Evolution. Vermutlich ist einzig der Mensch intelligenter als diese Meeressäuger. Die Vorfahren der Wale, zu denen die Delfine zählen, lebten vor etwa 55 Millionen Jahren als wolfsähnliche Wesen an Land und suchten in Sümpfen und Flüssen nach Nahrung. Im Laufe der Zeit wanderten die Nasenlöcher an die Spitze des Kopfes. Aus den Zehen mit kleinen Hufen wurden Flossen. Das Leben im Wasser ließ den Körper schrumpfen und stromlinienförmiger werden. Das Gehirn jedoch wuchs sprunghaft. Delfine, wie wir sie heute kennen, entwickelten sich vor etwa 10 Millionen Jahren. Neue Studien deuten darauf hin, dass ihre Echoortung weitaus komplexer ist als bisher angenommen. Der Delfin stößt eine Serie klickartiger Laute ins Wasser, ähnlich dem Licht einer flackernden Taschenlampe. Die Schallwellen kehren in der Form des Objekts zurück und erzeugen im Gehirn des Delfins eine schnelle Folge von 3D-Bildern. Selbst in pechschwarzem Wasser nimmt ein Delfin seine Umgebung wahr, als würde er einen 3D-Film sehen, mit den Ohren. Andere Räuber ziehen ihr Ding lieber alleine durch. Kormorane gehen bereits seit 70 Millionen Jahren auf diese Weise jagen. Ihre Vorfahren flogen schon übers Meer, als noch die Dinosaurier die Erde beherrschten. Sie haben eine ausgeprägte Knochendichte. Ihre Federn nehmen Wasser auf, wodurch der Auftrieb verringert wird. Bei den Augen hat die Evolution allerdings nicht nachgebessert. Hier unten sieht ein Kormoran nicht besser als ein Mensch. Dafür wenden sie aber eine großartige Technik an. Kormorane können die Luft mindestens 3 Minuten lang anhalten und bis zu 45 Meter tief tauchen. Sie sausen am Grund oder an Felsspalten entlang, scheuchen Fische auf und schnappen zu. Diese Vögel müssen sich jeden Bissen hart erarbeiten. Andere hingegen leben in einem Penthouse und lassen den Zimmerservice kommen. Das sind Braunpelikanküken. Für das Leben auf den guano-bedeckten Felsen sind sie in diesem Alter noch perfekt getarnt. Inzwischen ist es bereits Vormittag, man kann schon fast ihre Mägen knurren hören. Ehe so ein Jungvogel selbst fliegt und auf die Jagd gehen kann, verdrückt er etwa 45 Kilo Fisch. Bis es in 2 Monaten soweit ist, haben Mutter und Vater noch viel zu tun. Der Anblick eines Pelikans mag seltsam anmuten, und doch ist dieser Vogel ein begnadetes Raubtier. Einer Flügelspannweite von mehr als 2 Metern gleitet er knapp über die Wasseroberfläche. Mit diesem aerodynamischen Trick kommt der Vogel mit wenig Aufwand auf ein hohes Tempo. Stichwort Bodeneffekt. Diese Tiere sind wahrlich lebende Fossilien. Seit 30 Millionen Jahren haben sie sich kaum verändert. Als das Projekt Pelikan von der Evolution für abgeschlossen erklärt wurde, waren unsere Vorfahren noch flauschige kleine Affen.
Und darauf haben es die Pelikane abgesehen. Sardinen. Auf dem offenen Meer wirkt schon ein kleiner Spritzer wie ein Essensgong. Und kaum ertönt er, kommen sie alle. Braunpelikane stoßen aus bis zu 20 Metern Höhe ins Wasser. Kurz bevor sie die Wasseroberfläche erreichen, führen sie eine leichte Linksdrehung durch, um die auf der rechten Halsseite gelegene Luft- und Speiseröhre zu schützen. Beine und Flügel werden angelegt. Luftsäcke im Bauchbereich mindern die Wucht des Aufpralls, der jedoch immer noch ausreicht, um Fische in 2 Metern Tiefe in einen Schockzustand zu versetzen. Ein Braunpelikan kann dank seines großen, dehnbaren Kehlsacks 3 Liter Wasser aufnehmen. Beim Auftauchen lässt der Vogel das Wasser durch eine Drehbewegung des Kopfes herausfließen und behält nur die Sardinen im Schnabel. Heute werden garantiert alle satt. Auf manche Menschen wirkt das Meer wie eine fremde Welt, deren Bewohner unentwegt auf der Suche nach Nahrung oder einem Versteck sind. Doch auch hier gibt es Autobahnen, Raststätten, Sehenswürdigkeiten und kleine Städte. Die Großstädte sind die Unterwasserberge. Alte Vulkane, die nicht ganz bis an die Wasseroberfläche reichen. Davon gibt es im Pazifik mehr als in jedem anderen Ozean. Einige sehen aus wie knapp 100 Meter hohe Felsenspieße. Andere bilden gewaltige Bergketten. Deren Gravitationskraft auf das Wasser um sie herum ist so groß, dass darüber eine via Satellit messbare Wölbung auf der Wasseroberfläche entsteht. Es gibt so viele und so gewaltige Unterwasserberge, dass sie die größten Biotope des Planeten darstellen. Diese Lebensräume sind größer als Wüsten, Tundren oder Tropenwälder. Die Berge verteilen sich auf eine Fläche, die fast doppelt so groß ist wie Europa. Strömungen verlaufen entlang des Meeresbodens, brechen sich an Felsen und werden zur Wasseroberfläche umgelenkt. Nährstoffreiches Wasser speist das Plankton und das Plankton die Giganten. Ausgewachsene Riesenmantas erreichen eine Spannweite von bis zu 7 Metern. Und wiegen bis zu 1300 Kilo. Schon seit etwa 20 Millionen Jahren gleiten sie durch die Ozeane. Die Wissenschaft hat gerade erst begonnen, die Rätsel um die fliegenden Teppiche der Meere zu entschlüsseln. Diese friedlichen Riesenrochen haben das größte Gehirn aller Fische. Es ist größer als das eines Walhais, der allerdings 10-mal so groß ist wie der Riesenmanta. Wie Delfine können sich übrigens auch Mantas im Spiegel erkennen. Als gesellige Lebewesen fressen sie auch gemeinsam. Bislang ging man davon aus, man könne einzelne Mantas anhand ihrer Zeichnung identifizieren. Neuere Forschungen zeigen aber, dass Mantas ihre Farbe und ihr Muster verändern können. Vielleicht wurden darum etliche Tiere bei Zählungen mehrfach berücksichtigt. Darum wurde die weltweite Population wohl völlig überschätzt.
Die stetig steigende Nachfrage nach getrockneten Rochenkiemen hat auch zur vermehrten Jagd auf Riesenmantas geführt. Und da die Weibchen nur alle 2 bis 7 Jahre ein Junges bekommen, ist der Riesenmanta inzwischen vom Aussterben bedroht. Die Galapagos-Inseln vor der Küste Ecuadors. Ein 8 Millionen Jahre altes Gemeinschaftswerk von Plattentektonik und Pazifik. Ungefähr zu der Zeit, als sich die Inseln gebildet haben, verschlug es die Galapagos-Landleguane hierher. Einige wanderten ins Landesinnere ab, andere haben sich dem Leben an der Küste angepasst. Mit ihrem Gewicht von rund 12 Kilo und ihrer Länge von etwa 1,20 Meter sind die Männchen 3-mal so groß wie die Weibchen. Aber wirklich einzigartig sind sie aus einem anderen Grund. Die Meerechsen der Galapagos-Inseln sind die einzigen Eidechsen der Welt, die im Meer auf Nahrungssuche gehen. Die gelenkigen Schwimmer können bis zu eine Stunde lang die Luft anhalten. Wahrscheinlich sind sie die am gefährlichsten wirkenden Vegetarier, denen man je begegnen wird. Unbeeindruckt von Seegang und Strömung krallt sich die Meerechse mit ihren mächtigen Krallen in den Felsen und stopft sich mit Algen voll. Die Galapagos-Inseln liegen zwar direkt auf dem Äquator, trotzdem ist das hier kein tropischer Strand. Eine starke antarktische Strömung zieht die Küste von Südamerika entlang und an den Inseln vorbei. Diese Gewässer sind reich an Nährstoffen und kühlen bis auf 23 Grad ab. Da genügt schon 10 Minuten im Wasser, um den Tieren ein Drittel ihrer Körperwärme zu entziehen. Darum fressen sie nur einmal am Tag. Der Rest des Tages wird damit verbracht, sich wieder aufzuwärmen und Energie zu sparen. Das mit der Nahrung aufgenommene überschüssige Salz scheiden sie durch Chloridzellen in Drüsen an den Nasenlöchern wieder aus. Die größten Männchen versammeln einen Harem aus Weibchen um sich. Die Folge, sie müssen sich ständig mit irgendwelchen Möchtegern-Rivalen herumschlagen. Ruckartige Kopfbewegungen signalisieren dem anderen, hau ab oder ich mach dir Beine. Fällt der andere nicht darauf rein, bleibt nur Gewalt. Verletzt wurde aber nur der Stolz des Verlierers. Leguane sind hier quasi die alten Hasen. Die Galapagos-Riesenschildkröten gehören zu den Newcomern. Erst vor 2 Millionen Jahren trennten sich ihre und die Wege der argentinischen Landschildkröte. Wie bei den Leguanen wurden einst genügend von ihnen hier angespült, um sich fortzupflanzen. Der Rest ist Evolutionsgeschichte. Das Phänomen heißt Inselgigantismus. Wo keine Jäger sind und keine Konkurrenz lauert, dafür aber Nahrung im Überfluss vorhanden ist, da wird aus einem kleinen Kerl schnell ein veritables Ungeheuer, das Salat frisst und 16 Stunden am Tag vor sich hindöst. Ausgewachsen sind die Galapagos-Riesenschildkröten rund 1,5 Meter groß und stattliche 220 Kilo schwer.
Diese Pflanzenfresser können bis zu ein Jahr lang ohne Nahrung oder Wasser leben. Eine spektakuläre Leistung der Evolution, die allerdings fast für das Aussterben dieser Art verantwortlich war. Als Walfänger und Piraten dahinter kamen, dass ihnen diese Schildkröte monatelang frisches Fleisch liefert, machten sie sich über die Bestände her, fast 200 Jahre lang. Zwar steht die Riesenschildkröte heute unter Schutz, doch sind nur noch etwa 10% der ursprünglichen Population übrig. Charles Darwins Theorie der natürlichen Auslese fußt auf seinen Studien der eigenartigen Kreaturen auf den Galapagos-Inseln. Doch an Land konnte er nur die halbe Geschichte verfolgen. Der Rest spielt sich da draußen ab. Die Galapagos-Inseln liegen an der Kreuzung dreier großer pazifischer Meeresströmungen. Aus südlicher, nördlicher und westlicher Richtung werden Plankton, Krill, Fischeier und Krabbenlarven wie auf dem Fließband herangeschafft. Darum finden sich hier auch Walhaie auf ihrer Wanderung zum Schlemmen ein. Der Walhai ist der größte Fisch der Gegenwart. Er ist durchschnittlich 9 Meter lang und 9 Tonnen schwer. Einige Exemplare werden aber auch bedeutend größer. Die gutmütigen Riesenfische benötigen eine unglaubliche Menge Energie. Während der Hai durchs Meer gleitet, leitet ein schwammartiger Filtrierapparat aus Knorpelspangen und verfilzten Hautzähnchen das Wasser genauso schnell aus den Kiemen heraus, wie es reinkommt. Nur die Beute, Plankton und Kleinfisch, landen in seinem Rachen. Unter den richtigen Bedingungen verbraucht ein Walhai pro Tag 3 Millionen Kalorien. Und wenn er eine besonders reich gedeckte Tafel findet, bleibt er einfach stehen und saugt diese Kalorien in sich hinein. Wie ein 5-Sterne-Hotel ziehen die Galapagos-Inseln Besucher aus nah und fern an. Buckelwale aus den antarktischen Gewässern treffen sich hier zur Paarung. Meeresschildkröten vergraben ihre Eier an den Sandstränden der Inseln. Und in der Tiefe finden geheime Treffen statt. Dies ist einer der letzten Orte auf Erden, an denen sich Bogenstirn-Hammerhaie in größerer Zahl versammeln. Tagsüber halten sie sich in Küstennähe auf, jedoch ohne irgendwelche Energie bei der Jagd zu verschwenden. Diese Räuber gehen technisch extrem gut ausgerüstet vor. Der gewölbte, hammerförmige Kopf oder Cephalofoil bietet mehr Fläche für Rezeptoren zum Aufspüren elektrischer Felder. Ein gewaltiger Vorteil, wenn sie sich bei Dunkelheit ins offene Meer begeben. Hammerhaie nutzen das Magnetfeld der Erde zur Navigation. Sie müssen der Beute nicht hinterher, die Beute kommt ihnen buchstäblich entgegen. Im Schutze der Dunkelheit steigen Tintenfische aus der Tiefe auf, um nach Nahrung zu suchen. Doch statt Leckerfisch wartet eine Armee von Hammerhaien auf sie. Die Räuber orientieren sich an den winzigen elektrischen Strömen im Nervensystem der Tintenfische und können sie so im stockdunklen Wasser orten. Einst standen diese Haie an der Spitze der Nahrungskette. Heute stehen sie ganz oben auf dem Wunschzettel von Wilderern. Der Bogenstirnhammerhai ist bereits seit den 1960er Jahren aus dem Mittelmeer verschwunden. Im Atlantik ging der Bestand um 89% zurück. In den Gewässern um Südafrika sogar um 99%. Ein einziges gewildertes Weibchen zu ersetzen, dauert 15 Jahre. Denn erst in diesem Alter werden die Weibchen geschlechtsreif. Selbst die Schwärme bei den Galapagos-Inseln sind nur noch ein Schatten dessen, was einmal war.
die Veränderung und Drift der Kontinente, geschmolzenes Gestein, auf einem Gebiet, das sich von Asien bis Nord- und Südamerika erstreckt, von Pol zu Pol. Dieses Meer beherrschte die Welt schon lange, ehe der Mensch auf Erden wandelte. Er hat Einfluss auf alle Lebewesen in allen Ozeanen und allen Erdteilen. Der Pazifik.